Fabian, nach dem Amstel hast du uns gesagt, du hoffst, dass es in Lüttich besser wird. War es besser? Ja, ich hatte nicht nur einen Platten, sondern zwei. Super. Das klingt nach ausreichend Pech im Rennen. Beschreib mal, wir haben es nur einmal gesehen, im Fernsehen war es zu sehen, da hattest du Platten, bist aber wieder hingekommen. Ja, das war eine, kurz vor der Côte d'Ivoire. Da bin ich wieder hingekommen und da war ich auch in einer sehr guten Position. Und dann an der Stöckhöhe, da wo es halt richtig abging, fahre ich als Zehnter um die Kurve und merkte, dass das Hinterrad wegrutscht. Und ja, musste ich halt wechseln. Dann habe ich auf einen Teamkollegen warten müssen. Dann ging der Wechsel nicht ganz so schnell. Klar, wenn man gerade mal so einen Berg hoch gesprintet ist, dann ist man nicht ganz so, hat man nicht ganz so die ruhige Hand. Und ja, und dann an der Stelle ging halt das Rennen voll ab und ich hatte keine Chance mehr zurückzukommen. Wir haben gesehen, Europcar hat zwischendrin richtig Tempo gemacht. Richtig, ja. Kannst du uns erklären, warum? Ich habe das Finale jetzt noch nicht gesehen. Ich war ja ein bisschen weiter hinten dran. Ich weiß nicht, ob es. Ich denke mal, sind für Pierre Rolland gefahren, aber hat wohl nicht gereicht. Aber beschreib mal, hat es dich überrascht, dass die Gruppe nicht weggelassen worden ist? Ja, sehr. Also, so wie die gefahren sind, es hat uns schon alle sehr überrascht, ja. Alejandro Valverde hat gewonnen. Ich weiß nicht, ob du vom Finale was mitbekommen hast, aber groß dürfte die Überraschung nicht sein. Nee, man hat es ja gesehen, wie stark er ist, auch im Flash Wallon schon. Auch heute im Rennen, er macht einfach einen super Eindruck, überragenden Eindruck. Er fährt immer schön smooth vorne rum und ja, es ist auch einfach sein Rennen, ne? Du hast das Pech jetzt für diese Saison weg. Wie geht es jetzt weiter mit dir? Ich hoffe es, ja. Ich freue mich jetzt auf Frankfurt nächsten Freitag und ich hoffe, dass es dann ein bisschen besser läuft. Weil eigentlich waren die Beine heute wieder ganz gut und ich habe mich ganz gut gefühlt, aber eben mit zwei Platten in der rennentscheidenden Situation keine Chance.